Vielleicht sollte ich erstmal meinen Namen sagen. Ja. Ich bin die Petra Dahle und arbeite derzeit als Immobilienmaklerin und Beraterin im Thema Feng Shui. Und das Thema Feng Shui begleitet mich schon seit über 10 Jahren. Und in dem Zusammenhang habe ich auch Hausreinigungen schon gemacht. Und meine Wahrnehmungsschulungen dort quasi vervollständigt, ja, möchte ich mal sagen. Also ich nehme sehr stark Energien wahr, die in den Räumen sind, die auf dem Grundstück sind, die in dieser Gegend sind, und versuche dort auch die Reinigungen zu vollziehen. Was sehr spannend ist, was sehr energetisch ist, was mich zudem auch energetisch bereichert und ja, mir sehr viel Energie gibt. Es gab natürlich auch Situationen, wo ich selbst betroffen war von den Themen, die dort gewesen sind, und letztlich ja, mit Musik oder Trommeln oder Schreien oder Singen bestimmte Veränderungen dort bewirken kann, die die Räumlichkeiten und diesen Ort quasi befreien, würde ich mal sagen. Das Thema Feng Shui ist ja, im Allgemeinen bekannt, hat auch mit der Farbgestaltung zu tun in den Räumen und mit der Einrichtungsplanung als solches. Und man merkt dann schon, auch wenn man dort Veränderungen vollzieht in den Räumen, dass man das richtig spüren kann, dass sich das bemerkbar macht. Und als Zusatz eben diese Hausreinigung noch, hat man dann hinterher noch ein ganz anderes Gefühl dabei. Aber das ist durch meine Erfahrung dann letztendlich nicht das Einzigste, was notwendig ist, das Feng Shui zu machen, um der Person letztendlich ja, den Schritt zu geben, dass sie in die richtige Richtung kommt, ja, sodass ich eben auch da Wahrnehmungen habe bei der Person und auch da schon Energieübertragungen gemacht habe, wo ich dann spüre, dass das nicht nur von mir kommt, sondern dass das einfach eine Übertragung ist. Und das war natürlich auch teilweise sehr, sehr heftig gewesen, ja, wo ich mich selber gewundert habe, wie das zustande kam. Und ich natürlich in dieser Situation auch, auch immer mitwachse und mich mitentwickle und da meine Erfahrungen machen kann. Und auch denjenigen, denke ich, meine Erfahrung weitergeben kann, wenn ich dann auch persönliche Energieübertragung machen kann. Und auch in der zu den Fernfühlen von GTV habe ich eben auch ganz tolle Wahrnehmungen, wo ich merke, wow, das geht selbst bei mir durch und durch im Körper. Und ich möchte bloß sagen, dass jeder, der das Fernfühlen oder überhaupt diese Sendung sieht, einfach mehr spüren soll, nachspüren soll, wahrnehmen soll, sich wahrnehmen soll, was passiert da, nicht nur auf die Worte hören, sondern auf seinen Körper sich konzentrieren. Also das möchte ich einfach so als Anregung mal geben. Und weil man, indem man das selbst spürt, ja auch ja, wahrnimmt, ja, das, da ist eine Resonanz da, da ist was da, was ich sonst eigentlich in anderen Situationen gar nicht spüre. Und diesen feinen kleinen Unterschied zu erleben, das ist
wirklich sehr schön. Und damit kann man natürlich auch für sich mehr wachsen und neue Erfahrungen gewinnen.